Jedes dritte Heim stellt verdächtig hohe Rechnungen. Abgezockt im Altersheim. Ausländer können die Lücke nicht füllen. Zu viele Betten sind leer. Es gibt Konflikte zwischen oben und unten. Das ist Realität heute im April 2018. Die Zeitungen sind voll damit, dass die Pflegeheime und die Pflege an sich abzocken, dass es nicht mehr genügt, dass die Menschen einfach im Pflegeheim sind, sondern dass das ein Business ist und jeder, der eigentlich in diesem Business tätig ist, bescheißt, was es geht. Das ist das, was man, den Eindruck, den man hat, wenn man heute die Zeitungen aufschlägt. Und eingeladen habe ich Gerd Kehrein. Gerd Kehrein ist der Bildungsbeauftragte der Sonweit für die interne Bildung und er ist der große Fachmann für das, was Menschen, die in der Pflege arbeiten wollen und die eine Ausbildung machen wollen, er ist der Fachmann, der sich da auskennt. Gerd Kehrein, was sind eigentlich heute die Bildungsschwerpunkte, wenn wir von diplomiertem Personal sprechen? Wie werden diese Menschen ausgebildet? Die heutige Pflegeausbildung besteht zu 50% aus Theorie und zu 50% aus Praxis. Das ist ein Unterschied zum früheren Ausbildungssystem, wo die Praxis immerhin 2/3 umfasst hat und die Theorie nur 1/3. Für mich wird darin deutlich, dass der theoretische oder der konzeptionelle oder der ich sage jetzt so, Patienten- und Bewohnerferne Teil der Ausbildung, des Berufes, mehr Gewicht erhalten hat. Dass es heute in der Ausbildung ganz stark darum geht, konzeptionell zu denken, überprüfend zu arbeiten, planerisch zu arbeiten, auch administrativ zu arbeiten, Controlling-Aufgaben zu übernehmen. Und dass es in der Ausbildung meiner Meinung nach, meiner Einschätzung nach, vor allem auch aus der theoretischen Seite her, weniger oder immer weniger darum geht, praktisch, und ich sage das sogar so, handwerklich zu pflegen. Wer soll denn dann die Arbeit beim Bewohner machen? Eigentlich die Pflegende immer noch. Aber für mich ist ein Bild entstanden, dass mit diesem Anspruch, dass die Pflegende auch pflegt, praktisch arbeitet, ist ein Bild entstanden, dass das mit diesem Anspruch nicht mehr übereinstimmt. Dass wir Pflegende ausbilden, die ein Bild von ihrem Beruf bekommen, wo der direkte Kontakt von einem Menschen zum anderen Menschen quantitativ nicht mehr im Vordergrund steht. Das sind Eindrücke von mir, die ich aufgrund der heutigen Bildungsstruktur oder Ausbildungsgrundlagen habe. Das sind ja eigentlich schwere Vorwürfe, die du da erhebst. Es ist mein Eindruck. Nach meinem Dafürhalten wird immer davon gesprochen, dass man Pflege attraktiv machen muss. Ja. Und das bedeutet immer möglichst Arbeitszeit von 8 bis 5, ja. Möglichst keine Wochenenddiensten. Und irgendwo steht ja der Betroffene, der Kranke, steht ja dem diametral entgegen. Ja. Der Mensch braucht Unterstützung 24 Stunden, Tag und Nacht. Ja. Und ich glaube, dieses Bewusstsein für diese Unterstützungsbedürftigkeit, ich glaube, die fehlt heute. Die wird zu wenig entwickelt. Ich glaube auch. Ich glaube, dass wir zu wenig darauf aus sind, was brauchen die Menschen, um die es geht. Und wie du ansprichst, wenn heute darum gesprochen wird, wir haben einen Personalmangel bevorstehen, wir müssen den Beruf attraktiver machen, wird vielfach gesprochen von bessere Weiterbildungsmöglichkeiten, Karrieremöglichkeiten, auch eine Cura Viva Image-Kampagne hat die Formulierung drin, Karrierechancen aufzeigen. Und der zweite Aspekt, der häufiger gebracht wird, familienfreundliche Arbeitszeiten, Teilzeitmodelle. Und wenn man das alles umsetzen würde, vor allem auch die Weiterbildungsmöglichkeiten. Je mehr Weiterbildung, je weiter weg ist man vom direkten Menschen oder je höher steigen auch die Ansprüche an übergeordneten Aufgaben. Und ich glaube nicht, dass wir durch mehr Weiterbildung und immer höher stehende Ausbildungen Pflegende ausbilden, die am Schluss bereit sind, 7,5 ihrer 8 Arbeitsstunden mit den Menschen im direkten Kontakt zu stehen.
Könnte das aber heißen, dass je mehr ausbilden, umso mehr fördern wir letztendlich den Personalmangel? Könnte ein Aspekt sein, ja. Je besser ausgebildet, je weniger Bereitschaft, unglaublich, mit den Menschen zu pflegen. Direkt zu das pflegen. Ist ja und unglaublich nicht Pflege zu konzipieren und zu planen und zu evaluieren. Und das schöne Wort evidenzbasiert gibt es seit 20 Jahren. Schwert herum. Das sind alles Aufgaben, die nicht in der Nähe des Menschen passieren. Oder sehr viele Aufgaben. Ich kann mir vorstellen, dass wir ja eigentlich mehr Personal ausbilden, aber trotzdem weniger Personal haben, weil wir zu viele Betten haben, weil wir immer noch Betten produzieren, neue Plätze, dass das wirklich nicht koordiniert ist, dass wir gleichzeitig einen unglaublichen Boom von Spitex und ambulanten Pflegediensten haben, die ja bisher überhaupt noch nicht viel ausgebildet haben. Ich versuche das einmal zu formulieren, wenn ich die Schülerin frage, was sie denn wünschen mit ihrem Beruf oder warum die Berufswahl, dann kommt das Helfen, wie es früher auch schon kam. Und das, glaube ich, das Helfen steht wirklich ist der Anspruch, den Menschen direkt zu helfen. Und dann, wenn sie spätestens auf der Diplomstufe kommen, sie in ein System hinein, wo das Helfen direkt am Menschen weggeht zu hintergelagerten, übergeordneten Tätigkeiten. Also provokativ könnte man sagen, das Helfen wollen wir denen bald ausgetrieben. Und damit fällt die Berufsmotivation, eine der Berufsmotivationen fällt mal weg. Das heißt, die gehen in ein anderes System und gleichen sich auch in dem System an. Und plötzlich ist das Helfen wollen auch nicht mehr attraktiv. Das glaube ich, vorsichtig ausgedrückt, dass man so eine Tendenz beschreiben kann. Ja. Dass in der Ausbildung dieses Helfen wollen zu wenig Gewicht erhält. Beziehung pflegen. Eigentlich die Grundlage und Beziehung von unserer Arbeit. Nochmal dieser eine Arbeitsprozess, der heißt Beziehungen gestalten, lösen, eingehen, gestalten und lösen. Das kann für mich nur im direkten Kontakt mit den Menschen stattfinden und nicht irgendwo eine Beziehungsgestaltung planen. Ich lese ja immer wieder davon, dass man Pflege effizient machen muss. Ja. Und etwas effizient machen heißt ja letztendlich immer, die gleiche Leistung in kürzerer Zeit. Und da scheint mir eines der großen Themen zu sein, dass wir, weil wir Betreuung und Pflege trennen und Betreuung nichts wert ist, ja, gehen wir hin und sagen, wenn wir Pflege effizient gestalten, dann sparen wir Geld. Beziehung auf der Ebene, wie wir es verstehen, ist letztendlich nicht ohne Betreuungsarbeit und ohne Betreuungsleistung zu kriegen. Und Betreuung kostet nun mal Geld. Aber könnte es nicht sein, dass wenn ich für den Elektriker 120 Franken bezahle, dann sehe ich ja irgendwo auch eine Leistung. Dann sehe ich, aha, das ist jetzt. Und dann hat das für mich einen Wert. Und ich glaube, es hat etwas mit gesellschaftlichem Ansehen zu tun, dass man sagt, die merken es ja eh nicht mehr. Warum investieren wir noch so viel Geld in die? Wir sind nicht bereit oder wir hinterfragen, ob es eine Gruppe von Menschen gibt, denen eigentlich solch eine Leistung gar nicht mehr zusteht, aufgrund ihres geistigen Zustandes. Die Gefahr sehe ich. Und das heißt, der Mensch wird am Wert gemessen, was leistet er für eine Gesellschaft, nicht was hat er geleistet. Und der Wert ist gering, also steht ihm letztendlich auch weniger Leistungen zu. Und das ist für mich die schwierige Selektion, die da stattfindet. Letztendlich ist es eine Selektion. Ja, die merkst du ja sowieso nicht mehr, warum soll man da überhaupt noch was tun? Und dass ich ein Herr Meier, Hans, jetzt auch da einschaltet, ob das sinnvoll ist, dass man jetzt den Preisüberwacher noch in den Bereich hineinbringt, das wage ich zu bezweifeln. Letztendlich, die Öffentlichkeit, die öffentliche Meinung ist, die Pflegeheime sind zu teuer. Man beachtet zu wenig, was eigentlich alles damit finanziert wird und was dahinter steht und welche Leistungen da auch erbracht werden. Die Formulierung, die mir immer wieder im Kopf rumgeht,
Kontakt vor Funktion. Darauf leite ich ab auch den Wert der Beziehung. Dass eigentlich in jeder Tätigkeit, die ich ausführe, die ich auch am und mit den Menschen ausführe, dass immer der Kontakt oder eben die Beziehung im Vordergrund steht. Dass es für die Person, mit der ich jetzt etwas zusammen tue, ist es ein Beziehungserlebnis. Egal was ich tue, was ich handwerklich ausführe, dass die Beziehung letztlich ein Beziehungserlebnis ist für den, mit dem ich etwas zusammengestalte. Und das glaube ich, dass wir mehr in der Ausbildung, über die Ausbildung, Wert von Beziehung, dass wir diesen Wert wieder erhöhen müssen oder die Bedeutung der Beziehung klarer herausstellen müssen und weniger die sogenannten professionellen, kontrollierenden, planenden, überprüfenden, entwickelnden Tätigkeiten. Die Player im Gesundheitswesen, die großen Player, vor allem die Kassen, die sind ja daran überhaupt nicht interessiert. Mhm. Die sind an abrechenbaren Leistungen interessiert. Ich habe gehört, in Deutschland in einem Krankenhaus in Berlin, da wird jetzt nicht mehr von Patienten gesprochen, da wird nur noch in den Arztbriefen von der Versicherte wird da benannt. Also es geht gar nicht mehr um den Menschen, sondern es geht nur noch um begrifflich nur noch um den Versicherten. Mhm. Und ich glaube, wir müssen uns anstrengen, dass wir diesen Tendenzen etwas entgegensetzen können. Ich halte im Augenblick die Tendenz für sehr gefährlich, dass wir das Gesundheitswesen nur noch nach Effizienz und nach Kosten und nach den Werten eigentlich des Kapitalismus beurteilen. Gesundheitswesen ist nur noch eine ökonomische Geschichte und keine zwischenmenschliche mehr. Und das scheint mir der falsche Weg, eindeutig der falsche Weg zu sein. Genau, jetzt dahin passt zu dem, was du gesagt hast, aber ein Beispiel, was mir jetzt eingefallen ist, auch wiederum der Wert der direkten Beziehung zwischen Pfleger und Patient, was ich seit vielen Jahren beobachte, delegieren von ursprünglich pflegerischen Tätigkeiten an andere Dienste. Das Beispiel ist Essen verteilen in den Spitälern. Ich habe immer wieder erlebe ich Situationen, wo Hotelfachangestellte oder sonstige hauswirtschaftliche Mitarbeitenden werden eingesetzt, um das Essen zu verteilen. Ich empfinde das als einen großen Verlust von Möglichkeiten, auch für Pflege in Kontakt zu treten zum Patienten. Im Spital sprechen wir von Patienten, indem solche für mich grundlegenden pflegerischen Aufgaben, sich um die Ernährung zu kümmern, sich um Essen zu kümmern, die Esssituation auch als Möglichkeit der Kontaktaufnahme zu sehen, das ist so einfach, das wird delegiert. Das kann sonst jemand machen. Das ist zu einfach für uns. Wir haben Besseres zu tun. Das empfinde ich als einen hohen Verlust in der Entwicklung, in der beruflichen Entwicklung. Es geht ja auch weg vom Gesamtbild. Ja. Wie wird jemand ernährt, wie isst jemand, wie nimmt jemand das Essen? Ganz viel Information verloren. Interessant ist, das wird ja gar nicht mehr als Mangel empfunden. Nein. Und das ist ja die Katastrophe im Ganzen. Das wird empfunden als Erleichterung für die Pflegenden, die während der Zeit bösartiges Akt im Stationszimmer verbringen können. Das sind Eindrücke, die ich immer wieder sage. Ja. Das entspricht auch meiner Erfahrung. Ja. Gut, danke. Gleichfalls. Wie Sie sehen, sind wir rasch am Punkt, um was geht es eigentlich, wenn wir pflegen, wenn wir betreuen. Und was wir auch gesehen haben, wie stark wir eigentlich dominiert werden heute von der Ökonomisierung des Gesundheitswesens. Wie stark wir auch von einem beziehungslosen Umfeld reden. Und das ist ja nicht nur in der Pflege, sondern ich glaube, das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Und da kommen wir aus einer anderen Zeit und sagen, Beziehung ist das A und O von dem, was Pflege tun soll. Ich bin immer noch überzeugt davon, dass es sich lohnt, dafür einzusetzen, dass es um Beziehung geht. Und vor allem um Beziehung. Teilen Sie uns Ihre Meinung mit, wenn Sie der gleichen oder anderer Meinung sind. Wir freuen uns auf Ihre Echos.